Dann sprechen wir jetzt mit unserem DFB-Reporter Uli Köhler, der im Quartier in Herzogenaurach ist. Guten Morgen, lieber Uli. Auch von der Nationalmannschaft gab es ja via Social Media Genesungswünsche an Christian Eriksen. Wie hast du den Abend gestern erlebt? Wie groß war oder ist der Schock auch bei den Spielern gewesen? Also der Schock war bei allen. Also ich weiß nicht, ich habe eine Message plötzlich bekommen. Da war so eine interne Mail, das was mit Christian Eriksen ist. Ich bin gleich zum Fernseher gelaufen, habe das angeschaut und dann ging es einem wie allen. Also da kommen einem die Tränen in die Augen und die Spieler waren ja auch platt. Und der deutschen Nationalmannschaft ist das genauso gegangen. Man ist ja da irgendwie komplett nah dran. Ich kenne jetzt Christian Eriksen nicht persönlich, aber das ist natürlich ein Vorfall, der bewegt. Und genauso haben alle reagiert. Und die große Frage war ja, darf man so ein Spiel wieder anpfeifen? Da gibt es sicher für und wieder. Aber es war auf jeden Fall ein absoluter Schock. Und ich glaube, man hätte auch nicht weiterspielen dürfen, auch wenn die Mannschaft sagt, sie will. Da müssen die Ärzte sagen, nee, ihr steht unter Schock. Das kann man gar nicht so jetzt beurteilen. Das kann man auch gar nicht wirklich final klären, ob das richtig ist. Aber jetzt wurde gespielt. Hauptsache, dem Christian geht's gut. Definitiv, sei noch mal erwähnt, Beppe Marotta, also der Inter-Geschäftsführer, hat ja bei den Kollegen von Sky Italia auch berichtet, dass er sich schon im internen Christian Eriksen-Chat gemeldet hätte und gesagt hat, Freunde, also wollte sie beruhigen und er sei bald zurück. Also das ist dann auch noch mal eine relativ frische, auch gute Meldung von Christian Eriksen. Ja, dieses Thema, ne, sie hätten spielen müssen, hätten nicht. Also Kasper Hjulmand, der dänische Trainer, hat ja gesagt, die UEFA hätte sie nicht unter Druck gesetzt, aber es hätte wohl nur eine Alternative gegeben. Ne? Also das heißt, heute um 12 Uhr zu spielen, und die Mannschaft hätte sich dann samt des Eriksen-Wunsches dazu entschieden, es irgendwie hinter sich zu bringen, weil auch keiner genau wusste, wie der Schock vielleicht noch richtig einsetzt, beziehungsweise ob die Mannschaft überhaupt schlafen würde. Also es ist ein schwieriges Thema, ne? Ganz schwierig und das ist ja, ich glaube nicht, dass da die Leute groß schlafen können danach und wenn, dann schlecht und dann muss man gleich wieder spielen. Also es ist ja oft so bei vielen dieser Dinge, bei so großen Schockmomenten, dass am nächsten Tag erst die wahre Power von diesen Ereignissen einsetzt. Mhm. Also gescheiter wären wir nicht in diesem Punkt, aber steht ja über allem, dass Fußball also zwar wunderschön ist, aber wirklich nicht das Wichtigste. Ja, ja, definitiv. Aber natürlich vor dem Hintergrund, dass es Christian Eriksen dann dem Umstand entsprechend ganz gut geht. Ich will jetzt noch einmal eine Runde darüber drehen. Muss man von der UEFA dann nicht vielleicht auch verlangen, das Spiel etwas weiter nach hinten zu schieben und einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben? Wenn wir jetzt hören, es gab nur eine Alternative, also entweder ihr macht sofort weiter oder morgen, das heißt heute um 12 Uhr. Ist das nicht vielleicht auch der entscheidende Punkt? Das ist natürlich ein entscheidender Punkt, aber der Spielplan ist natürlich eng bei so einer EM. Alle 3-4 Tage Spiel, wenn es nach hinten geschoben wird, wirft alles auseinander, auch in anderen Gruppen. Das ist die logistische Variante. Ich bin der Meinung, ja. Aber wie die UEFA tickt, hat man ja schon damals gesehen beim Bombenanschlag in Dortmund auf den Bus. Da mussten sie auch am nächsten Tag spielen, auch ein großer Fehler. Das hätte man einfach nicht machen dürfen. Da muss es andere Lösungen geben und wenn einfach alles durcheinander gewirbelt wird, dann wird es durcheinander gewirbelt. So ist das dann eben. Ja. Und ist ja in dem Fall hat es ja was Positives, dass wir uns auch darüber unterhalten können, nochmal, ne? Weil es eben Christian Eriksen den Umständen entsprechend wieder ganz gut geht und dass es kein normales Spiel war. Wenn wir auf der sportlichen Ebene sind, haben wir auch bei Simon Kjær gesehen, beim dänischen Kapitän, der ein guter Freund von Eriksen ist, der musste sich ja dann auch, da wollte sich dann auch nach dem Gegentor auswechseln lassen, weil er gesagt hat, er könne einfach nicht weiterspielen. Uli, das DFB-Team, heute geht es weiter mit der Vorbereitung. Der Auftakt gegen Frankreich kommt immer näher, ne? Übermorgen ist es schon soweit. An was wird jetzt noch gearbeitet? Jetzt wird daran gearbeitet, ich glaube, die mentale Verfassung, dass man auch mit der richtig breiten Brust in so ein Spiel geht. Es wird ja für meine Begriffe viel zu viel über die Stärken von Frankreich geredet. Weiß ja jeder, die können gut kicken, haben herausragende Fußballer. Aber Deutschland muss sich nicht verstecken. Die haben auch sehr gute, herausragende Fußballer. Der Teamgeist ist sowieso das, was dann am Ende ausschlaggebend wird. Und wenn sie das alles hinbekommen, dann erwarte ich auch ein Spiel auf Augenhöhe. Aber das müssen sie jetzt auch noch verinnerlichen.
Zeichen. Ich glaube, in der Mannschaft, die wissen das sehr gut einzuschätzen, aber sie müssen es dann am Ende glauben. Also wenn es jetzt nach den Fans geht, dann glaube ich, habe ich so das Gefühl, die meisten glauben, da haben wir sowieso keine Chance, die deutsche Mannschaft. Ich bin da komplett anderer Meinung und ich werde nachher beim Training mal zuschauen. Gestern war es recht launig, ob das heute dann wieder so sein wird. Ich finde das sehr gut. Ich bin nämlich bei deiner Meinung, bin vorhin mal so grob die Aufstellungen durchgegangen und ich finde, wir können, das werde ich gleich mal vorschlagen, hier mal so eine Gegenüberstellung machen, ne? So ein 1-gegen-1 auf den jeweiligen Positionen und ich glaube, das schneiden wir nämlich gar nicht so schlecht ab, wenn wir auch mal vielleicht so die Erfolge der einzelnen Spieler mit einbeziehen. Das können wir doch nachher vielleicht auch mal beim Training durchgehen. Uli, danke und du meldest dich immer wieder und heute ist Training um 11, ne? Glaube ich, gestern und vorgestern 10:30. Ich meine heute 10:30 Uhr. 10:30 Uhr auch. Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich da jetzt auch Bescheid. Ja. Bin auf jeden Fall Sei hier. Bereit. Ja, ich bin bereit. Wichtig ist, dass du es vor allem bist vor Ort. Ne? Bis später. Danke, Uli. Hören uns aber vorher noch. Gut, und dann haben wir die Geschichte ja noch mit Benjamin Pavard. Ja, wer weiß schon, wo er genau steht. Nicht mal die Franzosen wissen es so hundertprozentig. Auch Benjamin Pavard schätzt die Aufgabe schwierig ein, die jetzt grundsätzlich kommt bei der Europameisterschaft, auch gegen die Deutschen. Wir sind sicher nicht der einzige Favorit auf den Titel. Ich sehe Portugal, Deutschland und Belgien auch sehr weit vorne. Das erste Spiel gegen Deutschland wird sehr schwierig. Wir dürfen uns auf keinen Fall zu sicher fühlen. Natürlich gehören wir zu den Favoriten, aber es gibt noch einige andere.